Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video von Nico Pflanzenforschers Kanal. Genau, heute geht es wieder weiter mit den Pflanzen. Die entwickeln sich tatsächlich Schritt für Schritt. Man sieht eine Änderung jeden Tag, eine kleine Änderung. Und die möchte ich mal immer wieder jetzt mal zeigen. Genau, als erstes gucken wir uns die Tomaten an. Eigentlich ist das so ein Mischmasch jetzt an Zuchtmaterial, was da drin steht, ist der Wahnsinn, ja. Das braucht man da gar nicht mehr aufzählen, eigentlich mittlerweile. Also manche Tomaten kriegen tatsächlich jetzt längere Härchen. Und auch die Stämme kriegen mehr Saftzug, also die werden dicker tatsächlich, ja. Ich weiß nicht nur, wie Pflanzen das hinkriegen, dass die dicker werden von Natur aus, aber man kann es tatsächlich beobachten. Wenn man nicht immer so viel reinguckt am Tag im Zelt, dann sieht man einen gewissen Unterschied, ja. Die Okra wird auch größer jetzt, ja. Die macht auch immer größere Blättchen. Am Anfang war das überhaupt nicht abzusehen, dass sie überhaupt sich entwickeln. Weil den Versuch hatten wir schon im Januar gestartet, der ging total daneben, wegen zu hoher Nährstoffen eben im Substrat. Aber dieses Substrat ist genau richtig jetzt, wie ich es mache. Und das zeige ich jetzt. So, da kommen wir mal ins Pflanzenparadies heute wieder. Also die Blattmassen werden immer gewaltiger mittlerweile. Weil ich ja so eine große Box habe, habe ich auch, sieht das noch relativ klein aus, aber wenn man schon sozusagen sich jeden Tag mit den Pflanzen beschäftigt, ist das schon eine andere Geschichte. Ich fange mal jetzt heute mit den Tomaten an. Da brauche ich mal einen Tipp von euch ungefähr. Und der Tipp wäre folgender. Oder, eine Frage, besser gesagt. Ihr könnt sehen, dass die Tomate in gewissen Abständen dicke und dünnere Abstände hat. Und ich kann mir da nicht genau erklären, woher diese krummen sozusagen kommen. Weil hier wird die wieder deutlich dicker, wie ihr sehen könnt. Also der Saftzug wird hier deutlich kräftiger. Genau. Schreibt mir das in die Kommentare, woran das liegt, dass die hier so einen dünnen Hals haben und ob man die vielleicht noch tiefer setzen sollte. Genau, das ist meine Frage, ob man die tiefer setzen sollte. So. Ich weiß nicht, ob wir hier noch so einen Kandidaten haben, der so ähnlich ist. Der ist nicht so ähnlich, also sie ist nicht so ähnlich, aber sie sieht auch schon ein bisschen am Leiden aus, etwas. Ja. Oder es erholt sich noch, also sie ist relativ dunkelgrün, das kann man jetzt nicht erkennen, wegen der guten Lichtperformance hier drinne. Genau. Schauen wir uns die Tomate an. Also die nimmt auch immer mehr an Dicke zu am Stamm. Tatsächlich, es geht tatsächlich jetzt in die Dicke über. Das meine ich, endlich hatte die auch die Dicke sozusagen, die ich mir wünsche sozusagen bei jeder Tomatenpflanze. Das macht sie wunderbar, wunderbar. Also da lässt sie mich diesmal nicht im Stich. Manche lassen mich jetzt nicht da im Stich. Aber dann hätten wir hier noch so einen Kandidaten, wo man das nochmal sieht, was ich meine. Hier zum Beispiel. Hier sieht man so einen dünnen Ansatz. Und ich weiß nicht, ob das Braunfäule ist oder irgendwas in der Art. Weil der Stamm ist relativ dick unten. Und sie hat auch relativ dicken Stamm weiter nach oben. Und sie wächst auch weiter, also will auch unbedingt weiter kräftig in die Höhe wachsen. Oder sollte ich sie hier kappen? Ich weiß es nicht genau. Da muss ich euch fragen, ja. Ob das der Tomate total Schaden zufügt, wenn ich dieses hier entferne oder nicht. Allerdings zu verlieren habe ich ja im Moment nichts eigentlich. Ja. Aber ich werde erstmal sehen, mal schauen. Ich warte erstmal auf eure Kommentare. Das ist nicht die einzige Tomate. Irgendwo war noch ein Kandidat gewesen. Hier sind wieder diese Krüppelstellen. Oder das regeneriert sich von alleine. Das muss ich aber euch fragen, ob das so ist. Ich weiß es nämlich nicht, deswegen, ja. Da brauche ich eure Unterstützung zu. Definitiv. So. Die anderen Tomatensämlinge sehen soweit in Ordnung aus, also die
nicht diese Behandlung abbekommen haben oder diese Methoden, die ich verwendet hatte. Ich muss mal kurz die Klemmrad miteinander fest hier. Der Sämling. Macht ihm mehr Platz. Ne, der sieht auch relativ gut aus, der Sämling. Der wird auch tatsächlich dicker, würde ich sagen. Also da kommt dicken Wachstum hinzu. Genau wie bei ihm hier. Also die Pflanzen wollen sich entwickeln, ja. Koste es, was es wolle, so war das. Und die Pfeffi, die zeigt mir an, dass die kurz davor ist, einen riesen dicken, fetten Wachstumsschub, glaube ich, hinzulegen, weil hier sind sie so grün am Anfang und relativ dick in der Vorbereitung, als ob die demnächst richtig fett austreiben und richtig dicken Stamm erzielen wollen. So kommt mir das zumindest gerade vor. Also es ist in der Vorbereitung und sie ist auch sehr schön dunkelgrün. Sieht auch sehr gesund aus. Wahnsinn, ja. Die Pfeffi macht mich jetzt nicht im Stich, ganz im Gegenteil. Basilikum ist auch in Ordnung soweit. Ich zeige dir mal jeden Tag, um zu sehen, wie der sich dann entwickelt bei jedem Video. Also im Wachstum befindet er sich auch schon und macht die nächsten Blätter hier oben. Ist schon mal gut. Ich kann nur sagen, dieser Langzeitdünger, er wirkt gut. Wirklich, er wirkt. Ja. So wie mir geraten wurde, er wirkt. Ja. Jetzt die Okra. Die ist auch deutlich ein Stückchen weiter als vorher. Die Okras, die wir im Januar ausgesät haben. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Und das Blatt, das wird, glaube ich, noch hoffentlich größer als die Keimblätter. Das erhoffe ich mir zumindest. Und die machen auch schon ein nächstes Blatt hier. Das nächste kommt auch schon. Also sie sieht relativ so aus, ob die Pflanzen es schaffen dieses Mal. So habe ich einen Eindruck. Relativ dunkelgrüne Blätter jetzt, seitdem ich den Langzeitdünger unten reingefügt habe. So wie die professionellen Gärtnereien das tun. Auch wenn mir gesagt wurde, ich sollte keinen Langzeitdünger vorher verwenden. Ich hatte ihn ja vorher verwendet, weil ich dich ja noch nicht kannte. Gartenhaus und ich weiß nicht, wie der nochmal heißt, der tolle Kanal. Ja. Schon. Hier unter habe ich eine Litchi versteckt. Die kommt jetzt aus dem Boden. Die habe ich nämlich gerettet aus der Zuchtanlage. Genau. Die Tomate, das ist nur ein kleiner Sämling. Der hat sich wieder aufgerappelt. Mal schauen. War nämlich ein bisschen zu trocken. Ja, es gibt so viel zu zeigen im Moment, ja. Ah ja, hier war die Pflanze, genau. Die macht große, gute Blätter, aber hier ist eine dünne Schwachstelle. Und hier ist wieder meine Frage, ob man den Stamm tiefer setzen sollte, weil hier sich irgendwie Wurzeln bilden wollen, habe ich einen Eindruck. Aber dafür brauche ich bitte eure Kommentare, ja. Das ist ganz wichtig. Wir können nur lernen, wenn wir zusammenarbeiten. Also hier in diesem YouTube-Channel. Genau. Und hier entwickelt sich jetzt das nächste Blättchen von der Okra, also das ist die weiteste im Moment. Die anderen sind auch schon relativ weit, aber die macht ein ganzes Stück gut, kann man sagen. Das zweite Blatt entwickelt sich rasant gut. Selbst die Baumwolle entwickelt sich deutlich kräftiger und massiger als ich dachte, also macht ordentliche Blattmasse, ja. Wahnsinn. Bildet auch schon die ersten nächsten Blätter aus. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und die hier, die wächst auch wunderbar, phänomenal. Die nächsten Blätter sind schon im Vormarsch, also im Anmarsch. Da kommt einiges. Cola-Pflanze nimmt auch einiges an Wasser. Wachsen tut sie wahrscheinlich jetzt auch. Ich kann das noch nicht genau erkennen, aber den Klee habe ich noch ein bisschen zurückgeschnitten, weil er zu viel auf den Seitengang hat. Aber jetzt geht's, jetzt kann er sich kräftig mit seinen neuen Blättern entwickeln. Papaya, wie Detlef Römisch sagt, ist tatsächlich möglich in Deutschland anzubauen. Die fängt tatsächlich an, richtig zu wachsen, würde ich fast vermuten. Wahnsinn, ja. Also hier wird es definitiv nicht langweilig im Moment. Aber ich glaube, ich müsste ein paar Pflanzen noch aussortieren, die nicht gut wachsen, damit ich die Licht-Dings da eben gut weitermachen kann. Das tränende Herz bildet sich hier jetzt die kleinen Herzen noch aus, den Rest.
Das könnt ihr in den letzten Videos sehen, ob sie da was verändert hat. Herrlich, diese hängenden Herzen sehen einfach nur klasse aus. Und die Träne daran, Wahnsinn, ja. Enorm, enorm, ja. Wenn euch dieses hoffentlich spannende Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen, ein Like und wir sehen uns morgen wieder, aber später. Genau, wir sehen uns morgen viel später wieder, vielleicht am Abend mache ich das neue Video morgen, mal schauen, weil ich beim Kumpel jetzt wieder übernachte. Ja. Und solange bleibt das Licht an und sorgt weiterhin für kräftige Photosynthese. Und das neue Blatt da wächst auch jetzt hinaus. Von der Alocasia, genau so heißt die. Wahnsinn. Genau. Dann bis dahin, euer Nico Flatzforscher.